Ich hab schon Stress gemacht, bevor ich auf der Welt war. 40 Stunden wählen, so kündigt sich ein Rebell an. Mama war hart, man gab ihr Eisenstangen zum draufbeißen. Ich war härter und sie mussten mich aus ihrem Bauch schneiden. Das erste, was ich sehe, ist also Klinge und Blut. Klingt nicht so gut, in mir wuchs dann auch eine innere Wut. Die Welt hat angefangen, sie steht nicht so auf meinem Besuch. Ich hab mir das nicht ausgesucht, ich bin ein laufender Fluch. Mein Laufstall war aus Panzerglas, ich hatte Fesseln am Fuß. Ich hatte keinen Schnuller, ich kaute am Rest eines Hufs. Und jeder hat es versucht, aber keiner hat es geschafft, mich zu erziehen, so hab ich leider nur zum Rapper gebracht. Und in der Schule war Stress, mein Fachnoten bis so lala. Scheißegal, ich hatte großen Spaß. Die anderen waren Tecken und Kiffen auf der Mädchentoilette. In der Zwischenzeit hatte ich unseren Lehrer gekidnappt. Aber nicht für Lösegeld, ich wollte niemand erpressen. Ich wollte spielen und mit ihm zusammen Sandkuchen essen. Ich hab ihn gefüttert, bis er anfing Blut zu erbrechen. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist alles, was ich tun, Verbrechen. Wer bist du? Ich bin der, von dem sie alle reden. Die Entdeckung des Jahrzehnts, einfach der Beste, der je lebte. Was willst du? Ich will auf die Bühne und den Film, in jeder Stadt, in der ich bin, 10.000 Hände sehen. Und warum? Kein Plan, das ist einfach in mir drin. Sich zu wehren hat keinen Sinn, ich folge einfach nur den Stimmen. Und wofür? Ich kick den Rausch und die Elektrizität, die durch meinen Körper fließt und macht, dass mein Herz schlägt. Ey, yo, Caruso, wie viel wollt ihr für ein Feature? Nicht so viel, ich sag mal deine Seele und ein Plüschtier. Was ich wirklich will, kann man für Geld nicht kaufen. Aha. Da fällt mir ein, ich könnte einen neuen Pelz gebrauchen. Der Prof meint, ich sei zwar sehr intelligent, aber davon merkt man nichts, wenn ich die ganze Vorlesung fände. Und überhaupt, was macht so einer wie ich an der Uni? Das passt nicht so wie mein Schwanz, die Standard-Dummies. Man wirft mir vor, ich schlage und misshandle Frauen. Das ist nicht wahr, man, ihre Augen waren schon vorher so blau. Ich bin romantisch, ich zünde dich an und fress die Blumen. War doch was. Ja. Du bezahlst die Rechnungen, Hure. Im Kindergarten wollte keiner mit mir spielen. Vielleicht, weil ich es witzig fand, die Mädchen an den Haaren zu ziehen. Ratzen, beißen, spucken, das war meine Disziplin. Meine Hobbys waren Streichhölzer, Kanister mit Benzin. Irgendwie hat sich bis heute nicht so sehr viel verändert. Nur trage ich inzwischen nur noch sehr selten Pampers. Du bist so sehr Gangster wie Ned Flanders. Ich hab das Herz eines Mammuts und du das eines Rentners. Wer bist du? Ich bin der, von dem sie alle reden. Die Entdeckung des Jahrzehnts, einfach der Beste, der je lebte. Was willst du? Ich will auf die Bühne und den Film, in jeder Stadt, in der ich bin, 10.000 Hände sehen. Und warum? Kein Plan, das ist einfach in mir drin. Sich zu wehren hat keinen Sinn, ich folge einfach nur den Stimmen. Und wofür? Ich kick den Rausch und die Elektrizität, die durch meinen Körper fließt und macht, dass mein Herz schlägt. Wer bist du? Ich bin der, von dem sie alle reden. Die Entdeckung des Jahrzehnts, einfach der Beste, der je lebte. Was willst du? Ich will auf die Bühne und den Film, in jeder Stadt, in der ich bin, 10.000 Hände sehen. Und warum? Kein Plan, das ist einfach in mir drin. Sich zu wehren hat keinen Sinn, ich folge einfach nur den Stimmen. Und wofür? Ich kick den Rausch und die Elektrizität, die durch meinen Körper fließt und macht, dass mein Herz schlägt.